Willkommen zurück, meine Freunde, zu einer neuen gepflegten Runde von Dead by Daylight. Heute auf Haddonfield zusammen mit Zarina. Und ich habe wieder zwei Perks mitgenommen: Vertraulich und Roter Hering. Und Roter Hering ist eigentlich ein ganz, ganz geiles Perk. Kann man ja eigentlich sagen, wenn ich einen Generator für 3 Sekunden repariere und mich anschließend in einen Schließschrank, in einem Schließschrank verstecke, dann wird die Position bzw. ein lautes Geräusch dem Killer offenbart für den Generator, aber ich hocke da eigentlich schon gar nicht mehr. Also Roter Hering ist wirklich gut und vertraulich, sorgt dafür, wenn ich vom Haken gerettet werde, dass ich 60 Sekunden lang, glaube ich, keine Schmerzenslaute und so von mir gebe. Und da ist ein Gen. Hocken wir uns doch gleich mal ran. Und Haddonfield finde ich eigentlich persönlich eine ganz, ganz geile Map, also zumindest nicht als Killer, sondern als Überlebender. Finde ich die eigentlich ziemlich geil, weil in den Häusern, wo immer dieses komische Licht da oben flackert, da weiß man, okay. Okay, Killer kommt. Okay, Todesbote. Das ist der Todesbote. Moment, Moment, Moment. Schauen wir doch gleich mal, ob er hier hochkommt oder nicht. Nee, er kümmert sich um jemand anderen. Okay, alles klar. Dann werden wir einfach hier weiter reparieren, bis der Killer hier aufkreuzt. Ich denke mal, das wird nicht allzu lange dauern. So wie es aussieht. Ich habe auf jeden Fall schon einen Fähigkeitscheck vermasselt, weil ich eben ganz, ganz schnell weg musste. Deswegen gab es jetzt auch einen lauten Knall, was ich eigentlich gar nicht wollte. So, komm, Fähigkeitscheck, damit ich hier aufhören kann zu reparieren, weil ich möchte nämlich ganz, ganz gerne retten, nur um zu sehen, ob ich dann vielleicht doch noch erwischt werde. Ich will das mal heraus... Ich will das mal ein bisschen so herausfordern, ne? Ich will das mal ein bisschen herausfordern. So, okay. Sie hängt da vorne. Der wird jetzt gleich, denke ich, hier aufschlagen. Deswegen lassen wir einfach mal von dem Gen ab. Und warten wir einfach ganz gemütlich. Vielleicht kommt er ja noch. Oder auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob er kämmt. Wir haben auf jeden Fall keinen einzigen Mitspieler dabei, der Verwandte oder sowas hat. Dann hätten wir wenigstens den Killer sehen können. Aber so ist es leider nicht möglich, Leute. So ist es nicht möglich. Und auch keiner irgendwie hat Bindung dabei oder so. Das wird eine ganz, ganz schwierige Runde. Das wird eine ganz schwierige Runde. Ich hoffe natürlich, dass der Killer jetzt nicht campt oder sonst irgendwas, sondern einfach hier ganz, ganz fair und loyal uns jagt oder beziehungsweise uns nicht jagt, je nachdem. Der kann sich auch irgendwo hinstellen und warten, bis wir fertig sind. Das wäre natürlich der das wäre natürlich der Oberhammer. Ne, so ein Friendly Killer hatten wir, glaube ich, auch noch nie als Video. Im Stream gab es relativ oft einen Friendly Killer, aber im Stream eigentlich fast nie. Ja, beziehungsweise in den Parts eigentlich fast nie. So, erste Gen ist repariert. Dann gehen wir doch einfach mal hier runter. Okay. Okay, er ist ja auf jeden Fall in der Nähe. Er ist ja auf jeden Fall in der Nähe. Und die ist schon in der Struggle-Phase. Ach, komm schon. Ernsthaft? Warum? Beziehungsweise, doch sie. Ah, er ist da vorne, er ist da vorne, er ist da vorne. Okay. Zack! Ja, war ja klar, dass er mich erwischen wird. War natürlich klar, ne? So, Todesbote. Dankeschön für den Hit. Und jetzt geh weg von mir. Oh, ich mag den Todesboten gar nicht als Killer. Also ich spiele ihn liebend gern, wirklich. Extrem liebend gern. Aber da musst du halt echt aufpassen und musst dich halt eigentlich immer auch bewegen, dass er dich nicht ein zweites Mal mit seinem blöden Geschoss erwischt. So, Todesbote, kommst du? Oh Gott! Oh Gott! Rüber! Das war blöd, das war blöd. Ja, habe ich mir fast gedacht. Habe ich mir fast gedacht, dass es blöd war. Ah. Komm schon. Ja, natürlich, das stört ja erstmal die Palette. Erstmal Paletten zerstören, Leute. Immer ganz wichtig als Killer. Und was wird das denn? Wieso haltet ihr euch denn mitten auf der Straße? Geht doch weg. Verschwindet. Verschwindet, solange der Todesbote noch hier in der Nähe ist. Aber mir fällt gerade auf, das Gewehr vom Todesboten ist sehr, sehr lang. Soll das so beabsichtigt sein? Oder ich weiß es natürlich nicht, ob das beabsichtigt ist, dass das so lang designt worden ist. Sieht ein bisschen komisch aus. Also wenn man ihn spielt, erscheint die Waffe deutlich, deutlich kürzer. So, ab bei den Haken, dankeschön. Dann hängen wir erstmal ein bisschen ab. Ein Gen wurde zum Glück schon repariert. Da hinten ist jemand anders am Reparieren. Und die zwei heilen sich jetzt erstmal auf. Okay, dann haltet ihr euch fertig. Der Todesbote wird sowieso nicht so weit weggehen. Ich frage mich echt, warum ich immer diese Camper-Runden kriege. Warum kriege ich die immer? Ne? Ich könnte natürlich jetzt versuchen, mich vom Haken zu retten, aber ich glaube, damit würde ich mich eigentlich nur selbst ins Aus manövrieren. Deswegen bleibe ich jetzt einfach mal lieber am Haken und schaue, was meine zwei Teamkollegen da hinten machen. Ne, und der Todesbote geht einfach hier nicht weg. Der geht einfach nicht weg. Er campt und campt und campt und campt und gut. Das gibt's doch gar nicht. Das darf doch eigentlich fast gar nicht wahr sein, Leute. Das darf echt nicht wahr sein. So, er hat sich mal mindestens 5 Meter von mir entfernt, aber er kommt auch wirklich gleich zurück.
So, ich wackel einfach mal mit dem Armen, dass er hier noch rumschleicht. Ne? Weil nicht, dass es jetzt wieder voll in die Grütze geht. So, Nia, Dankeschön fürs Retten. Wäre nicht nötig gewesen, weil der Killer sowieso gleich wieder hier aufschlagen wird. So. Nia wurde getroffen. Und ich hock mich jetzt einfach mal hier hin. Und fang einfach mal an, mich zu heilen. Ich hoffe natürlich, ich schaffe das. Aber ich bin eigentlich relativ guter Dinge. Aber gegen den Todesboten, wenn er campt, natürlich hast du halt wirklich sehr, sehr schlechte Karten. Da kannst du eigentlich fast gar nichts machen. Weil er kann dich nämlich abschießen und er kann dich zu sich holen. Deswegen ist es umso schwieriger. So, nächste liegt. Und ich bin aufgeheilt. Sehr schön. Perfekt. So, weiter geht's. Reparieren, reparieren, reparieren. Solange es uns noch möglich ist. So, ich hau hier ab. Weil der kommt nämlich von der anderen Seite. Deswegen hauen wir einfach mal da ab. Dann lassen wir den Gen in Ruhe und gehen zu einem anderen Gen. Es gibt da noch wirklich deutlich viele Gens hier auf der Map. So, da ist übrigens auch eine. Und im Haus ist auch noch eine, habe ich gerade gesehen. So, fangen wir einfach mal an, den hier zu reparieren. Also, solange roter Hering aktiv ist, beziehungsweise ich 3 Sekunden lang gearbeitet habe, wird der Gen mir, also nur mir, gelb hervorgehoben. Und wenn ich an einem anderen Gen sitze und den für 3 Sekunden repariere, dann passiert das gleiche mit diesem Gen. Ja, da bin ich echt gespannt. Also ich glaube, er wird sie jetzt aufhängen und sie ist, glaube ich, sowieso down, wenn sie hängt. Weil sie war vorher schon in der Struggle-Phase. Deswegen wird es jetzt für uns umso schwieriger, hier zu bestehen. Wir haben noch 3 Gens zu machen. Sollte theoretischerweise möglich sein, mit 3 Leuten noch 3 Gens zu machen. Aber wie gesagt, das ist wirklich alles nur Zufall. So, sie ist down. Und der Todesbote wird jetzt auf jeden Fall erstmal hinten zu dem Gen gehen, der wohl schon sehr, sehr weit repariert war. Und da nochmal dagegen treten. Deswegen mache ich jetzt hier einfach mal fertig. Beziehungsweise mache ich nicht. Sondern warte hier einfach mal ab, was er macht. Ich warte jetzt einfach mal, was er macht. So, er tritt auf jeden Fall dagegen. Und entfernt sich dann wieder. Okay. War gut, dass ich nicht so voreilig den Gen fertig repariert habe. So, gleich weiter reparieren. Und... Komm schon, Gen, komm schon. Perfekt. So. Okay. Er hat auf jeden Fall geguckt, ob da noch jemand ist. Beziehungsweise wo ich bin. Weil eigentlich sollte ich ja nicht so weit entfernt sein. Ich habe ja gerade den Gen gemacht. Geht er ins Haus? Ja, er geht ins Haus. Okay, er schaut oben bei dem Gen nach. Weil da flackern, glaube ich, auch... Ja, da flackern auch noch die Lampen. Deswegen hat er sich gedacht, komm, ich gucke einfach mal oben nach, ob da jemand sitzt. Okay. Ausgangstore sind geöffnet, beziehungsweise sind soweit. Zum Öffnen. Was machen wir da? Was machen wir? Okay, einer geht nach links, dann gehe ich an dieses Ausgangstor. Weil er hat ihn, glaube ich, gesehen. Also den Überlebenden, der wo da vorne weggerannt ist. Deswegen gehe ich einfach mal an dieses hier. In der Hoffnung, dass wir rauskommen. So, einer ist verletzt. So, wo ist das Ausgangstor? Hier. Perfekt. Perfekt, so. Komm schon. Komm schon, Zarina. Mach uns glücklich und befrei uns hier aus diesem Höllenloch mit diesem komischen Todesboten, der hier nur auf Ärger aus ist. Der ist hier wirklich nur auf Ärger aus. Also Camping extrem und schleicht permanent nur um die Haken rum. Was soll das? Was soll das, Leute? Also Dead by Daylight sollte sich unbedingt dagegen was einfallen lassen, gegen diese Camper. Unbedingt. So, Ausgangstor ist geöffnet. Mir kann auf jeden Fall nicht mehr viel passieren. Außer er hat natürlich Noed dabei, deswegen sobald ich Herzschlag höre, verschwinde ich hier. Und warte einfach mal. Warte jetzt einfach mal hier an dem Tor, um zu schauen, was passiert. Vielleicht kommen ja noch ein paar Überlebende dazu. Aber so wie es aussieht, werde ich, glaube ich, wieder die Einzige sein, die verschwindet. Also, Zarina verschwindet. Die kennt da nichts. So. Ich glaube, Noed hat er nicht dabei. Könnte ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Also dafür hat er, glaube ich, schon 2-mal zugehauen. So, einer ist raus. Ich weiß nicht, ob ich retten gehen soll, aber ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also wenn er jetzt nicht zu diesem Tor kommt, könnte ich eigentlich noch retten gehen. Aber er wird, glaube ich, zu diesem Tor kommen. Außer natürlich, er lässt sich jetzt rauskrabbeln. Das wäre natürlich geil. Also wenn es wirklich so ein sozialer Killer wäre, was ich aber nicht denke. Vor allem, ich weiß auch nicht, wo er ist. Ich sehe ihn nicht und ich höre ihn nicht. Ich könnte sie natürlich auch aufheilen, ne? Könnte ich natürlich auch machen. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wo er sich rumtreibt. Okay, jetzt hat er sie auf der Schulter. Und jetzt wird er sie gleich an den Haken hängen. Oh Gott, Leute, was soll ich tun? Was soll ich tun? Aber ich glaube, ich verdufte. Das ist mir einfach zu gefährlich. Also, man kann es mir dann, glaube ich, nicht übel nehmen, wenn ich dann nicht mehr retten gehe. Vor allem, er campt ja. Ich weiß ja, dass er campt.
wo trägt er sie hin? Okay, sie hat sie befreit. Krass. Wenn sie es jetzt noch zum Tor schaffen würde, wäre das super. Dann wäre das wirklich super. Aber ich glaube nicht, dass sie es schaffen wird, oder? Naja, hat geschossen. Okay, sie ist raus. Sie ist raus. Perfekt. Super. Dann hat das alles geklappt, Leute. Ich verdurfte hier. Damit hat der Todesbote, der kämpfende Todesbote, nur ein einziges Opfer erwischt. Drei Leute sind entkommen. So soll das Ganze ablaufen, Leute. Deswegen nie campen, Leute. Das wird sofort bestraft. So was haben wir bekommen. Das würde mich interessieren. Einen Pip haben wir gemacht und somit sind wir wieder auf Rang 12 Überlebender. Das freut mich natürlich sehr. Und der Killer war Rang 16. Okay, er war Rang 16. Was hat er denn dabei gehabt? Vergeltung. Das war das Einzige, was er dabei gehabt hat. Kein Know-It, nichts und auch keine Add-ons. Ansonsten eine stabile Runde. Wirklich gerade noch so entkommen. Also zumindest ich nicht, sondern meine Mitspielerin ist gerade noch so entkommen. So soll es sein, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder von Dead by Daylight. Macht's gut und bis.